Stefanie Liebherz will ihre Mutter in der Klinik besuchen. Doch die Rentnerin ist nicht allein. Schön Blumen voraus. Hallo. So. Schönen guten Tag, Frau Liebherz. Hallo. Hallo. Oh, und hier los. Ein unbekannter Besuch. Genau. Und dann auch noch ohne Wäsche und so. Ja. Wer ist dieser Mann? Was macht ihr hier? Sieht es oder ist es das, wonach es aussieht? Was denn jetzt? Ja, hier im Krankenzimmer Geschlechtsverkehr, so sah es für mich jetzt gerade aus. Entschuldigung. In flagranti Situation. Genau, er war noch nicht so. Nee, haben wir auch noch nicht gehabt, ne? Entschuldigung. Geschlechtsverkehr im Krankenhaus ist grundsätzlich nicht erlaubt. Das hat allein schon hygienische Gründe. Und man sollte sowas natürlich auch an einem anderen Ort machen, weil hier im Krankenhaus steht natürlich erstmal der Gesundheitszustand des Patienten oder der Patientin hier im Vordergrund. Kennen Sie den? Nee, ich habe ihn noch nie gesehen. Aber wer ist das? Mein Freund, mein neuer Freund. Mann, hast du mir noch nie erzählt? Wer ist das? Hey, habe ich auch noch nicht. Ist das noch nicht so lange? Das hatten wir auch noch nicht, ne? Ich bin auch gerade etwas sprachlos. Ja, wir sind ein bisschen Hallo. Sprachlos. Dann also, kommt da ja kurz. Wer ist denn genau. Das geht ja gar nicht, oh mein ne? Gott, was ist das denn, Mama? Oh, Frau Liebherz. Mama. Frau Liebherz, hallo, hallo, hallo. Wir haben hier. Haben Sie das schon gesehen? Genau. Nein. Was? Und wer sind Sie? Was haben Sie mit meiner Mutter gemacht? Warum ist das die Blut? Ich bin der Helmut. Ich bin der Freund Ihrer Mutter. Mama, seit wann hast du einen Freund? So, jetzt mal Schluss. Ja, jetzt müssen wir erstmal uns hier ein bisschen sortieren. Ne? Also erstmal geht's gar nicht. Geschlechtsverkehr hier im Krankenzimmer, das ist der Punkt 1. Zum zweiten haben wir jetzt hier echt Blut im Bett. Und das müssen wir ja irgendwie abklären. Ne? Das kann von Ihnen sein. Ja. Das kann aber auch von dem Herrn hier sein, den ich mir noch mal gesondert, glaube ich, irgendwie vorknöpfen muss. Also das geht gar nicht. Als Frau Liebherz aus dem Bett gesprungen ist, haben wir einen Blutfleck im Bett bemerkt. Und den konnten wir jetzt erstmal nicht einordnen. Das kann alles und nichts sein. Und da wir jetzt auf einer gynäkologischen Station waren, bin ich erstmal davon ausgegangen, dass die Verursacherin Frau Liebherz ist. Und dann wollte ich sie natürlich auch erstmal untersuchen. Thema Sex war das gerade. Was haben Sie denn da? Ich meine, grundsätzlich, was Sie gemacht haben, weiß ich, aber irgendwie mit Spielzeug oder ohne Spielzeug oder. Ohne Spielzeug. Ohne. Ganz normal oder mit Kondom oder ohne Kondom. Ohne Kondom. Mama! Du meinst, ich werde jetzt noch schwanger mit 65? Es gibt auch Geschlechtskrankheiten. Das hast du mir selber mal beigebracht. Du bist doch auch kein Teenie mehr. Aber Helmut ist total. Mama, nein. Alleine. Frau Liebherz erzählte uns, dass sie während des Geschlechtsverkehrs mit dem Mann nicht verhütet hat. Das ist grundsätzlich eigentlich keine Frage des Alters, sondern das sollte man eigentlich immer machen, zumindest wenn man sich noch nicht so lange kennt. Es geht ja nicht nur darum, dass man verhütet aufgrund einer Schwangerschaft, sondern auch um Geschlechtskrankheiten oder Krankheiten wie AIDS oder so zu vermeiden. Na gut, dann fangen wir mal an mit der Untersuchung. Da gibt mir sicherheitshalber mal auch Abstriche, ne? Ja. Weil manche Dinge, die im Bereich der Geschlechtskrankheiten sind. Ja, manche Dinge, die man im Bereich der Geschlechtskrankheiten hat, die findet man nicht sofort. Das dauert eine Weile, ne? Deswegen machen wir auch ein paar Abstriche. Geschlechtskrankheiten kann man unterschiedlicherweise testen. Einmal durch einen Abstrich direkt im Scheidenbereich. Aber einige Sachen wie HIV, Syphilis, Chlamydien werden dann etwas anders und aufwendiger auch unter anderem durch Blutentnahmen getestet. Die können manchmal bis zu 2 Wochen dauern. Und man muss sich halt gedulden, bis man das Ergebnis hat. Von Ihnen stammt die Blutung nicht. Ne? Ja. Also die Schleimhaut ist intakt. Wir haben keine Schleimhaut. Defekte, wir haben keine offenen Stellen. Das sieht jetzt wirklich nicht so aus, als ob da irgendwas kaputt gegangen ist, weder innen noch außen. Naja, Periode konnten wir ja auch ausschließen, ne? Dass jetzt keine Geschlechtskrankheiten eine Rolle spielen.
haben wir jetzt schon mal einen Abstrich gemacht, aber das da können wir, das dauert, wir können auch noch Blut abnehmen, es gibt auch noch einige andere Möglichkeiten, aber das regeln wir. Was nur, soll das denn dann sein sonst? Bei genau, Blut? Die wichtige Frage ist, was war's und bei Ihnen ist es nicht, das ist super. Die gute Nachricht. Ne? Dürfen sich auch wieder anziehen. Ja, mit der Entlassung, das wurde dann einfach nichts, weil wir jetzt quasi ein neues Problem hatten und das mussten wir jetzt erstmal abklären. Den Herrn Koch mussten wir natürlich überreden, dass er sich untersuchen lässt, weil er konnte Träger einer sexuellen Krankheit sein. Und das hätte zur Folge, dass unsere Patientin auch angesteckt worden wäre. Rentnerin Angela ist seit 2 Jahren Witwe. Mit ihrem Mann Robert war die frühere Bäckereiangestellte mehr als 40 Jahre lang verheiratet. Der heimliche Besucher Helmut ist derweil sehr beschämt und weist jeden Krankheitsverdacht entschieden von sich. Da ist Ihnen aus medizinischen Gründen jetzt wirklich anzuraten, dass der Urologe mal raufguckt. Ne? Du hattest, glaube ich, schon mal... Das kann nicht sein. Also ich bin kerngesund. Das kann gar nicht sein. Sie machen bitte den Test. Meine Mutter hat nichts. Das muss an Ihnen liegen. Das ist mir jetzt auch alles zu viel. Also mit der Untersuchung, ich muss mir das echt noch mal überlegen. Okay, ich kann wirklich, Sie nicht... Das ist mir... Wirklich, Entschuldigung, aber ich bin kerngesund. Also ich dann muss machen das Sie den Test, bitte. Es geht auch um meine Mutter. Es geht um meine Mutter. Wir versuchten, Herrn Koch ja jetzt zu überreden, dass er sich auch untersuchen lässt hier bei uns auf der Urologie. Wir haben ihn auch wirklich gebeten, sich dort zu melden. Wir haben sogar dort angerufen. Er schien von der Idee aber überhaupt nicht begeistert. Wahrscheinlich war es ihm auch noch total unangenehm und er war überfordert. Und da mussten wir jetzt einfach hoffen, dass er da noch mal den klaren Gedanken fasst und sich untersuchen lässt. Schwester Johanna und die besorgte Stefanie gehen kurz darauf persönlich auf die urologische Station, um sich nach dem widerspenstigen Helmut zu erkundigen. Doch leider hat der zuständige Pfleger Daniel keine guten Neuigkeiten zu verkünden. Herr Koch war angekündigt telefonisch, das ist richtig, aber gemeldet hat er sich hier noch nicht. Also wir warten eigentlich auf ihn, weil der soll wohl untersucht werden bei uns. Was ist denn, wenn er nicht kommt, wenn man das nicht untersuchen kann? Was? Ja, wir müssen mal gucken. Ne? Wir dürfen jetzt die Pferde auch nicht scheu machen. Ihrer Mutter, seien Sie erstmal froh, dass es Ihrer Mutter gut geht. Das war jetzt gerade das totale Drama. Es gibt ja auch noch andere Sachen, die man da nicht testen könnte. Ja, das stimmt. Ja, es macht schon Sinn, den Patienten selber zu testen. Alles andere führt zu nichts. Ne? Da ist er ja. Also wenn der Herr nicht auftaucht. Da ist er ja. Das gibt's ja nicht. Ja, tut mir leid, aber ich müsste erst mal sehen, wie ich... Mit dem Ganzen. Ich habe natürlich auch Angst. Und das ist der Herr Koch. Das ist genau. Ne? Ich glaube, der Pfleger weiß noch gar nicht, wer. Ich möchte auch wissen, ob mit mir alles in Ordnung ist. Ja, das ist sicherlich eine gute Entscheidung. Sind Sie bei uns auch gut aufgehoben? Ich würde mit Ihnen gleich hier schon mal in das Zimmer reingehen, schon mal ein paar Voruntersuchungen machen. Der Doktor kommt natürlich auch gleich dazu. Okay. Und dann finden wir schon heraus, ob irgendwas nicht stimmt, beziehungsweise wenn was nicht in Ordnung ist. Kann man dann auch entsprechend was dagegen tun. Ne? Je eher, desto besser. Aber ich finde es auf jeden Fall auch gut. Bitte, unterlassen Sie das untersuchen, ey. Das ist, dass wir feststellen können, was los ist. Und woher kennen Sie meine Mutter eigentlich? Ich verstehe das einfach nicht. Es tut mir leid, ich habe Ihrer Mutter versprochen, nichts zu sagen. Ja, aber mein Gott. Ich darf es nicht. Ich habe es ihr versprochen, wirklich. Ich denke, an dieser Stelle brechen wir jetzt hier mal ab, machen Break. Ich nehme den Herrn mit. Telefonisch hatte ich ja schon ein paar Informationen erhalten. Und jetzt ging es darum zu gucken, ob da an dem Verdacht der Geschlechtskrankheit irgendwas dran ist. Beziehungsweise zu gucken, was der Patient überhaupt hat ansonsten für Beschwerden, welche Ursache dahinter steckt. Mit großer Skepsis betrachtet Stefanie den neuen Freund ihrer Mutter. Vor allem die Geheimniskrämerei um das Kennenlernen der beiden Rentner macht die Kölnerin misstrauisch. Sehr angespannt und ängstlich zeigt sich der 66-Jährige derweil bei der Untersuchung. Ich würde jetzt gerne, dass er nur meine Hand hält, aber da ist ja keiner. Also. Ja, aber ich glaube, das ist gar nicht nötig, weil die Untersuchungen, die jetzt hier stattfinden, die sind gar nicht so schlimm, wie Sie wahrscheinlich glauben. Ja, da muss ich jetzt durch, ne? Erstmal großzügig ein, lassen Sie den Arm mal so. Okay. Viele Patienten, die den Gang zum Arzt scheuen, Männer, sind da, glaube ich, ganz besonders betroffen. Die lassen sich untenrum nicht so gerne untersuchen. Auch wenn es durchaus wichtig ist, Vorsorgeuntersuchungen können Leben retten. Gibt es denn aktuell irgendwelche Beschwerden, die Sie haben oder irgendwas, wo Sie merken, dass das nicht in Ordnung ist?
Probleme beim Wasser lassen, ja, und ein bisschen Schmerzen auch. Mhm. Aber das habe ich natürlich aufs Alter geschoben. Ja, okay. Ja, viele Leute haben natürlich da von der Prostata her schon mal so Probleme, dass da quasi die vergrößert ist und das schon mal Beschwerden macht. Okay. Aber wie gesagt, das kann man jetzt alles herausfinden. Die Sorge ist jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen, dass da eventuell was Ansteckendes im Raum sein könnte. Das können Sie sich da irgendwas erklären oder halten Sie da was für möglich? Sehr häufig ist es bei Männern ab einem gewissen Alter die Prostata, die Vorsteherdrüse, die dann vergrößert ist und dafür sorgt, dass der Urinabfluss nicht mehr so gewährleistet ist. Ist das ganz stillgelegt, wird das sehr schmerzhaft und dann braucht der Patient erstmal einen Katheter. Und muss dann urologisch weitergeguckt werden, wie man das Problem wieder lösen kann. Helmuts Untersuchung soll sich schon bald als äußerst wichtig und hilfreich erweisen. Äußerst alarmiert ist unterdessen Stefanie. Die Friseurin hat Nachforschungen betrieben und kommt tags darauf schon am frühen Morgen in die Klinik, um ihre Mutter zu warnen. Hier geht's aber auch gut, ne, mit den Blumen. Da kommen ja immer mehr dazu. Ja. Von Helmut? Ja, super. Ich habe recherchiert, Mama, diese Was Nacht. Über deinen Helmut Koch, ne, hieß er doch mit Nachnamen. Ja, der sehr viele Dating-Plattformen hält er sich auf und auch Plattformen mit Sextreffen und ach, keine Ahnung. Der Helmut. Also ich weiß nicht, Mama, ob das wirklich so eine gute Idee mit dem ist. Wer weiß, wie viele Frauen der am Haken hat. Und Mama, das, ja hier das geht gar Detektive. Nicht. Das geht gar nicht. Hallo. Ich war so lange mit Papa zusammen. Ja, aber der Liebe meines Lebens. Aber ich will auch jetzt im Alter noch geliebt werden, Anerkennung erfahren. Aber woher willst du wissen, ob der wirklich dir die Wahrheit sagt, wenn er auf so viel Plattformen ist? Jetzt klären wir. Wir können ihn ja einfach mal selber zu Wort kommen lassen. Jetzt ist der Koch doch hier mit noch mehr Blumen. Einschleim. So viel Vasen haben wir, glaube ich, gar nicht mehr. Du verstehst das nicht. Was geht's denn? Ich habe sie entdeckt. Ich habe recherchiert und diese Nacht habe ich ja herausgekriegt, dass sie auf sehr vielen Plattformen sich herumtreiben. Mit Sextreffen und. Das ist alles nicht so, wie es scheint. Ich bin seit 3 Jahren pflege ich meinen Bruder, der hat einen Schlaganfall gehabt. Und das ist die einzige Möglichkeit, die ich gesehen habe, um überhaupt eine Frau kennenzulernen. Und ich habe seit 20 Jahren nichts mehr mit einer Frau gehabt. Und Moment mal, du bist auch da angemeldet? Ja. Mama, bitte, was jetzt? Ja, das ist eine ganz seriöse Geschichte. Nee. Ich bin ja in dem Alter auch nicht mehr unterwegs in Clubs oder gehe tanzen. Wo soll ich denn einen Mann kennenlernen? Unglaublich. Wie bist du da rangekommen? Wer hat dich angemeldet? Du kennst dich auch sonst nicht im Internet aus. Und dann meldest du dich auf Dating. Das ist nicht so schwierig. Das kriegt doch deine alte Mutter noch hin. Oh mein Gott. Und Robert ist jetzt schon 2 Jahre tot. Papa, das. Ja, aber. Der war die Liebe meines Lebens. Der war ein toller Mann, super Vater. Aber ich will jetzt nicht, nur weil er gestorben ist, leider, nicht mehr. Anerkennung, Liebe, Sex, das will ich nicht ja, alles. Ich kann das gut verstehen, Mama. Nicht mehr haben. Was? Ja, stell dir das mal vor. Genau, du wärst jetzt in meiner Situation. Ich verstehe natürlich, dass wenn man lange verheiratet war und dieser Mensch, der Partner dann verstirbt, dass man das natürlich auch erstmal verarbeiten muss. Aber nichtsdestotrotz geht das Leben ja wirklich weiter. Und Frau Liebherz hat sich dazu entschieden, sie möchte ja auch noch sexuell aktiv sein. Und dafür bieten sich natürlich dann neue Kontakte wunderbar an. Die suchen Sie da drüben schon. Der Urologe wollte Sie gerade sehen. Ja. Was? Sie können nach Hause, da ist alles gut. Und was möchte der Urologe da? Gibt es irgendwie schon Ergebnis oder so? Wissen Sie was mit mir? Ja, er hat schon mit mir gesprochen und ich glaube, der sucht Sie auch so ein bisschen. Können Sie mir was sagen oder? Wenn ich das so darf hier vor ja, ja, klar, selbstverständlich. Ja, also es ist eigentlich nichts Schlimmes, eine Kleinigkeit, ist eine Entzündung. Sowas nennen wir Prostatitis. Das wird auf bakterieller Ebene verursacht, aber jetzt nichts Schlimmes, nicht auf Ebene einer Geschlechtskrankheit oder so. Das ist eine Kleinigkeit eigentlich, nur sie sollten doch behandelt werden und wir können froh sein, dass alles nichts Schlimmes ist, aber das möchte er Ihnen persönlich erklären und Ihnen auch ein Antibiotikum verschreiben, aber
Alles gut, nichts Schlimmes. Pleitenpech. Nicht anstecken? Nein, nicht anstecken. Das war wohl Pleitenpech und Pannen. Ne, und ja, haben wir aber jetzt gut, ja, das ist so, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Auch als Frauenarzt kann ich für meinen urologischen Kollegen sprechen, dass Vorsorge ein immens wichtiges Thema ist, nicht nur bei der Frau, sondern auch insbesondere beim Mann. Männer drücken sich da gerne vor, weil sie einfach Angst haben und schambelastet sind, aber die brauchen wirklich keine Angst zu haben. Es ist Tagesgeschäft für die Urologen und auch für die Pfleger. Und eine Vorsorge kann vielen Menschen helfen, schlimmere Erkrankungen zu vermeiden. Wenn ich alles vorher gewusst hätte, dann hätte ich auch anders reagiert. Aber das denke ich auch. Das war jetzt ein bisschen zu viel für mich. Ja, das musst du natürlich auch erstmal verdauen. Aber wir sind einfach so total glücklich. Dank einer gezielten Antibiotika-Behandlung war die Prostataentzündung nach wenigen Tagen abgeklungen. Auch Rentnerin Angela hat die Klinik gesund verlassen und genießt ihre Beziehung mit Helmut, die inzwischen auch Tochter Stefanie akzeptiert.